nehmen wir nicht an, dass wir so einen craften können. Versuchen wir es mal. Was ist das eigentlich für ein Knopf? Keine Ahnung. Autohammer. Ah, Hammer. Na gut, Hammer. Aha. Wir sind out of power wahrscheinlich, weil die immer noch werkeln hier. Ja. 416 Stacks gehen da jetzt nämlich rein. Und solange die da fahren, jetzt, ja, geht sonst nichts weiter. Wobei. Wir könnten da auch das Doppelte reinschieben, ne? Eigentlich. Wenn wir uns ehrlich sind. Drei werden wir brauchen. Aber reichen zwei. Schaut zwar alles ein wenig komisch aus, was soll's? Output. Ja, wir müssen uns hier noch was überlegen. Das gefällt mir so eigentlich überhaupt nicht, muss ich auch ehrlich sagen, ne? Ich meine, es funktioniert aktuell. Aber, naja, ne? Ha, wir bekommen sogar was dazu, sehr schön. Nur wenn die Generatoren das nicht erfahren. Nehme ich jetzt mal an. Wie viel sind wir jetzt raus? Ja, 2300 Ritzern Flachs werden gleich dann ankicken. Ich glaube nicht, dass wir das reinbekommen. Weil hier, das funktioniert glaube ich nicht so schlecht mit der Distribution des Stroms, ne? Ich meine, ich finde es aktuell überhaupt so grundsätzlich nicht gut. Was braucht denn der eigentlich? 20. Das heißt, es könnte man alles mit Hardenet versorgen. Na, ja, vielleicht überlegen wir uns da was. Ja, 20 an. Wir haben immer noch 400 minus, ne? Gut. So viel dazu. Wir brauchen noch einen Nuklearreaktor, so einen. Das habe ich schon gesehen. Gut ist, da hinten laufen die Items rum wie nichts. Jetzt haben wir hier nämlich auch genug Strom drinnen, sehr schön. Wo sind das? Hier, ne? Ja. Ist auch nicht optimal jetzt gelaufen, wie wir das hier gebastelt haben, ne? Weil wie bekommen wir die da raus? Einfachsten jetzt sein, wenn wir das Stromkabel umlegen. Ja. Ja,
Ja. Das sind eh nur, unter Anführungszeichen, Abstöpseln, 9. Servo. Haben einen requested? Nö. Haben aber einen auf Lager, sehr schön. Ich hoffe, die Item-Tags reichen, sollten sie aber. Hoffentlich. Da haben wir über Whitelist, ne? Ja. Gut. Da ist egal, haben wir gesagt, da auch. So, das System müssen wir hoffentlich nie umbauen. einen, sowas. Ach, die Musik ist Hammer. Machen wir noch eine Kiste. Sehr schön, jetzt müssen wir das nur mehr nach oben in die Smelteries bekommen. Da. So, voilà. Ah ja, stimmt schon. Wir sollten vielleicht doch auf Nearest First schalten. Okay. Ach, da ein Upgrade, nö. Und die Trümmer werden wir den hier kopieren und invertieren. Weiß noch jemand, wie das geht? Das invertiere ich nämlich nicht. Brauchen wir auch noch eine weitere Chest. So eine. Torch, glaube ich, ne? Ich glaube, es war mit einer Redstone Torch das invertieren. In Klammer, ich hoffe es.
Itemfilter invertet, sehr schön. Gravel Ore, Crushed Sand. Nee. Broken Power. Hä? Broken. Ja, das auf jeden Fall. Das Powdered. Ja. Und das Crashed, oder? Ja, genau. Das ist nicht immer einfach. 1, 2, 3. Schauen wir hier rein, dann sehen wir es eh. Broken Crushed Powdered. Yep. Crushed Broken Powdered. Sehr schön, dann haben wir uns eben ins Bett, invertieren den Filter, stöpseln das ein. Dann müsste die Chest zwischenzeitlich auch fertig geworden sein, hoffe ich. Unsere Essensproduktion hier oben stellen wir dann auch um. Auf Cycling Assembler, dachte ich mir da. Mit denen ist es nämlich ein wenig leichter, wenn es wirklich ist. Genau. Kiste. Viel Spaß. Alter Schwede. Ja, sehr kompakt gebaut, ne? Gut. Ja. Dann werden wir da auch einen Quicksort dran stöpseln an die, glaube ich, weil das haben wir hier auch, oder? Schauen wir uns mal an eben. Ja, das ist das. Hier, das geht in die Smeltery. Quicksort, genau. Und da lassen wir das Kabel dann reingehen. Hoppsa, heute habe ich es wirklich nicht mit den Schreiben. Jesse. Ach so, suchen sollte man es vielleicht zuerst. Requesten, das freut mich. Die haben auch noch nicht automatisiert. Oi, 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 Leute. Wir haben noch so viel zu automatisieren hier. Und wenn man das alles umstellen auf Applied Energistics? Ne, das machen wir nicht. Es ist eindeutig unschaffbar hier mit unserem Setup mittlerweile. Gibt mir sicher jetzt auch eine Basic. Ich glaube, das ist unschaffbar mit dem Riesenset. Da brauchen wir ewig. Können wir gleich ein neues aufbauen, ne? Kommt aufs Gleiche raus. Nein. Na. Ein Ruckler. Für zwischendurch. Besten Dank. Und auf geht's. Viel Spaß. Ach du Schande, ist ja schon viel Zeug drin.
Sehr schön. Es funktioniert, Leute, es läuft. Und so ist ausgetan, den Backlog aufgeholt, sehr schön. Ja, mehr oder weniger, hier ist noch einiges drinnen. Weil der mit dem Extract nicht nachkommt, kann das sein? Ich meine, ich könnte hier noch eine zweite Pipe dran klatschen. Ja, weil immer vorne auch was reinkommt. Ja, wobei er schafft's. Anscheinend. Oder auch nicht. Basteln wir eine zweite dran. Ja. Basteln wir eine zweite dran. Ja, ich weiß, einen Reaktor müssen wir auch noch basteln. Einen zweiten. Einen dritten. Item Docks. Und dann müssen wir uns auch überlegen, wie wir das Zeug da hochbekommen. Vielleicht hier unten eine Provider Pipe und oben eine Supplier oder so. Das wäre eine Möglichkeit. Eine relativ einfache. Oder fällt mir sonst auf die Schnelle was ein, weil ich will auf keinen Fall da ein Kabel hochziehen. Das wäre doof. Nicht gerade einfach so. Während der noch craftet, schauen wir uns kurz mal. Alles noch geladen, sehr schön. Ja, der kommt nicht nach. Da müssen wir was machen. Wie schaut es mit unserem Stahl da oben eigentlich aus? Nur mal so ein Zwischencheck. Oh ja. Es wird. Filter werde ich auch nicht mehr brauchen. Schaut's aus. Dankeschön. So. Und einschalten. Sehr schön. Ah, sieht schon cool aus. Nicht unbedingt das Beste für die Framerate, aber was soll's. Es läuft, Leute, es läuft. Und gar nicht schlecht. So. Ja. Oder wir machen ein Extractor. Was haben wir denn alles zur Verfügung? Request. Ne. Provider. Okay, so Provider. Ah, ich sehe, schickt man sich den Crafting gut. Satellite ist mir auch egal. Supplier. Okay, eigentlich wäre Supplier plus Provider das Beste. Aber Provider gibt es ja Module, ne?
Ah, gibt es nämlich einen Mark II. Was mit Sicherheit schneller ist. Mal eine Chest wieder mal anfangen. So. Vermutlich eine Basic auch brauchen, könnte ich mir vorstellen. Es ist eine Basic. Ach, wie geil. Yep, Normalmodus. Und dann oben ein Supplier. Werden wir wahrscheinlich noch ein paar Basics brauchen. Gibt es ein Supplier-Modul auch? Gibt's. Was macht die Passive? Okay, da gibt es nur das Modul. Ja, gut. Machen wir mal. Ja, machen wir nur die normale Pipe. Sicherheitshalber ein paar nachrequestet. Dann nehmen wir einmal die Dusts mit. Ah, die. Ja, doch, die Dusts. Aluminium, Kupfer, Gold. Eisen, noch mehr Eisen. Nickel, Platin, Silber, Zinn. Zack. Was zur Hölle? Alles gruselige Liter heute. Das letzte hat mich ein wenig an Akte X erinnert, muss ich zugeben. Ach, da hätten wir auch alle drinnen gehabt. Da. Infinite, da müsste er also durchgehend immer anfragen. Hoffe ich. Glaube ich. Schaut's aus. Sehr geil. Jetzt haben wir das auch am Laufen, Leute.